Hallo Freunde, die Welt ist manchmal ein sehr gefährlicher Ort und manchen Leuten möchte man lieber nicht nachts begegnen. Einige dieser Personen sind so gefährlich, dass selbst Polizisten sich nur trauen, diese Leute nur zu dritt zu verfolgen. Und auch beim Verhör werden teilweise unfaire Techniken angewandt, nur um diese gefährlichen Personen so schnell wie möglich hinter Schloss und Riegel zu kriegen. Obwohl man es ja von Deutschland eigentlich nicht gewohnt ist, so gab es auch hier einige der gefährlichsten und geisteskrankesten Kriminellen von der ganzen Erde. Diese Personen sind enorme Psychopathen und haben Spaß daran zu morden. Von einem der heftigsten und schockierendsten Kriminalfälle aus ganz Deutschland berichten wir euch nun. Haltet euch gut fest. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und die Glocke aktiviert. Los geht's! Der Fall, von dem wir euch nun berichten, ist so heftig und er liegt schon mehrere Jahrzehnte zurück. Es gab zwar noch vergleichsweise ähnliche, aber keiner war so schlimm wie dieser. Eigentlich ist man von einem Metzger ja gewohnt, dass es tierische und frische leckere Wurst- und Fleischwaren gibt. Metzger haben ein äußerst anstrengendes Leben. Sie müssen noch sehr viel mit den Händen arbeiten und müssen sich mit Dingen herumschlagen, die einige Personen als besonders ekelerregend empfinden. Der Metzger, von welchem wir euch nun berichten, war jedoch kein normaler, denn hinter seiner Theke gab es kein tierisches Fleisch, so wie man es eigentlich von anderen gewohnt ist. Was er so verkauft hat und was hinterher bei den Personen in die Pfanne kam, wird dich zutiefst schockieren, denn das Fleisch stammte nicht von Tieren, sondern tatsächlich von Menschen. Da er von Beruf Metzger war, wurde er auch als der Metzger von Hannover bezeichnet, aber teilweise bezeichnete man ihn auch als den Vampir von Hannover. Denn dieser soll es sehr genossen haben, menschliches Blut frisch aus der Ader zu trinken. Der Name des Mannes lautete Fritz Hamann und er wurde im Jahre 1879 geboren. Von Beruf war er eigentlich gar kein Metzger, sondern gelernter Schlosser, aber da damals die Nahrungsmittel sehr knapp waren und sich eine Art Hungersnot anbahnte, fingen die Leute an, arme Hunde und Katzen zu schlachten und er fing an, den Beruf des Metzgers auszuüben. So gab dieser vor, dass er in Wirklichkeit Fleisch von Hunden und Katzen verkaufen würde, aber in Wirklichkeit war es das Fleisch von seinen Opfern, welche er kaltblütig tötete und vorher ihr Blut bis zum letzten Tropfen getrunken hat. Davor hat er aber noch Schindluder mit ihnen getrieben und sie sehr schlecht behandelt. Menschenfleisch soll für ihn auch eine äußerst besondere Delikatesse gewesen sein und er hat es genossen, die Leute in Stücke zu hacken und diese dann hinterher zu Fleisch und Wurstwaren zu verarbeiten. Er hat sich auch besonders daran ergötzt, dass einige Personen ihm Komplimente für den guten Geschmack seines Fleisches machten. Am Ende flog der ganze Spuk jedoch auf und eine Zeitung berichtete von ihm und schockierte damit das ganze Land. Es kam heraus, dass Fritz Hamann insgesamt 24 Leute ermordet haben soll und er wurde daraufhin zum Tode verurteilt. Dies ist einer der schockierendsten Kriminalfälle, welche in Deutschland mit dem Thema Kannibalismus zu tun haben, aber tatsächlich gab es auch einige andere erst in den letzten Jahren, aber diese waren nicht ganz so schlimm. Beispielsweise verabredeten sich einmal zwei Männer im Internet zum gemeinsamen Essen, dies fand im Jahr 2013 in Dresden statt. Aber plötzlich bekam der eine Mann Hunger auf etwas ganz anderes. Also tötete er den anderen Mann, zerstückelte ihn und fing daraufhin an, ihn genüsslich zu verspeisen. Der 55-jährige Mann war sogar ein Polizist namens Detlef G. gewesen und der Mann, den er gegessen hat, war ein 59-jähriger Politiker. Nun seid ihr an der Reihe. Schreibt mir eure Kommentare und eure Gedanken zu solchen Menschen gerne in die Kommentare. Was veranlasst Personen wohl, nur so etwas Grausames zu tun? Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und jetzt zu meiner Unterstützung ein weiteres Video von mir anschaut. Bis bald!